So, Tachchen, Leute. Ich habe mich nicht vorbereitet. Ich werde auf jeden Fall einfach mal aus der Hüfte schießen hier. Ich gehe mal erstmal auf wieder meine Statistiken und da seht ihr, mein ROI hat sich ein bisschen verschlechtert, aber schon noch beeindruckend und insgesamt bin ich bei 17% mit allen Tipps, die ich bis jetzt gemacht habe. Können wir mal gucken, meine Statistiken, inwieweit ich welche Spiele immer recht erfolgreich gestalte. Also mein asiatisches Handicap ist bei 27% und mein 1x2 ist bei 31%, ist over-under eher dürftig, aber insgesamt beim Fußball bin ich so ungefähr bei 16%. Und ja, das lässt sich auf jeden Fall schon mal sehen. Also falls jemand das erste Mal jetzt in meinen Kanal eingesteigt, dann hat es auch eine gewisse, ne, sagen wir mal, Seriosität, das Ganze hier, was ich hier veranstalte. Und da deswegen könnt ihr ruhig mal zugucken und mir mal ein Like da lassen, das wäre echt nicht schlecht. Ja, ich habe mal natürlich auch mal kurz drüber geblickt und ich habe mir auch mal die Tabelle hier reingezogen, wer alles wo was spielt und irgendwelche Konstellationen. Das Interessanteste wird natürlich sein, Bremen gegen Köln und Düsseldorf gegen Berlin. Ja, die Sache ist halt einfach, ich glaube, Düsseldorf gewinnt das Spiel gegen Union und ich glaube, die werden auch schnell in Führung gehen. Entsprechend müssen wir dann halt uns mal überlegen, wie da Bremen drauf reagieren wird. Kann gut sein, dass Düsseldorf vielleicht direkt in der ersten Halbzeit gleich mal zwei Buden macht, weil ich glaube, so auch mit Zimmermann da und wie heißt denn der andere? Warte mal, ich muss mal kurz die Jungs angucken. Es gibt immer so bestimmte Charaktere bei Mannschaften, wo ich mir sage, also die haben das auf jeden Fall im Griff, das Ganze. Also Matthias Zimmermann ist für mich ein Kandidat, der mit sowas komplett gut umgehen kann. Dann haben wir noch den Ballon Berisha, auf jeden Fall auch einer, der dem scheißegal ist, ob er Abstieg oder Mittelfeld oder sowas, der haut immer alles rein. Dann haben wir noch zusammen, dann haben wir noch den Erik Tommy. Erik Tommy ist ja auch, glaube ich, nicht unbedingt schlecht, hat schlechte Erfahrungen mit Abstiegskampf und so. Ich glaube, der wird auf jeden Fall auch Akzente setzen können. Und dann haben wir noch den Karaman. Ich denke mal auch, das ist halt echt eine Hüne halt, ja. Also wenn Düsseldorf absteigt, also ich würde mir den gern bei der Eintracht wünschen. Karaman ist echt ein richtig guter Spieler. Der hat eine richtig gute Technik, eine richtig gute Schusstechnik. Das erinnert mich so ein bisschen an wie heißt denn, an Toni Kroos so ein bisschen halt. Aber so von der Eleganz her halt auch extrem geschmeidiger Spieler. Also mir gefällt er total. Und ich würde ihn echt gern bei der Eintracht sehen. Und na, dann Rufen Hennings halt natürlich halt, der wird auf jeden Fall auch reinhauen. Aber das sind so Spieler, wo ich der Meinung bin, so drei, vier Leute, die dann auch wirklich halt an dem Tag halt alles abrufen können. Und das ist halt entscheidend bei so einem Spiel, ja. Und wir gucken uns mal die Quote bei Düsseldorf angucken gegen Union. Die ist echt richtig gut. Und ich vermute mal, dass Düsseldorf das Spiel gegen Union gewinnen wird. Weil Union ist jetzt, sagen wir mal, ist jetzt auch nicht so eine geile Mannschaft, ja. Also ich meine, wenn es wirklich um was geht bei Union, dann sind die halt auch da, dann ne? Können die halt auch über ihre Sachen halt rauskommen, halt über ihre Leistungsgrenze. Aber ich meine, da ist halt auch kein Reiz da, ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel einfach nur joggen gehe oder sowas, werde ich niemals meine 10 Kilometer Bestzeit laufen, weil einfach das nochmal so einen Push gibt, wenn es um was geht, dass es dann halt einfach nochmal 15 oder 5 oder 10% mehr rausholen. Und deswegen halt dieser entscheidende Faktor in dem Spiel ist halt einfach für mich, dass Düsseldorf halt echt richtig Druck hat und die werden auf jeden Fall das Spiel gewinnen. Ich finde die Quote echt richtig gut, die werde ich auf jeden Fall mal anspielen. Und dann werden wir das als erstes mal einsetzen. Ja? So, jetzt müssen wir davon ausgehen, dass Düsseldorf gewinnt. Also das ist jetzt das Szenario. Und was macht dann Bremen gegen Köln? Also ich habe ja das Köln-Spiel gegen Frankfurt gesehen und es war schon ziemlich, was sagen so traurig, was Köln da veranstaltet. Vor allen Dingen auch so diese hintere Zweier, die zwei Innenverteidiger da hinten. Also das ist ja echt gar nicht irgendwie erstligatauglich. Und man konnte auch sehen, dass Köln auch einfach zurzeit gar nicht mehr in der Lage ist, einen einfachen, normalen, zielgerichteten Spielzug aufzuziehen. Also wenn die den Ball haben und sie sehen, da vorne ist Platz, man hat nicht das Gefühl, dass sie irgendwie so Automatismen noch mittlerweile noch drin haben, wo man das Gefühl hat, die spielen da so einfach ganz easy halt vorne hin, drei, vier Pässe und dann ist das Ding irgendwie drinne.
Und der Cordoba muss halt echt aus Scheiße Gold machen und das ist halt einfach zu wenig halt. Also da muss halt echt schon ein bisschen mehr kommen. Und da rechts außen, der Rechtsverteidiger, ich hatte ihn ja auch letzte Woche schon mal gelobt, aber der fängt dann an, irgendwie Hacke 1, 2, 3, Ball irgendwie zu stoppen und versucht da irgendwie halt Mätzchen zu machen. Das ist halt einfach, ich meine, das geht halt nicht, ja. Ich weiß ja jetzt nicht genau, inwieweit Köln sich da jetzt gegen Bremen reinhängt. Aber man konnte sehen halt, also die Vorwärtsbewegung und der Kainz ist ja auch nicht dabei, könnte, glaube ich, halt echt schwierig werden, ne? Und die einzige Möglichkeit sehe ich halt, dass der Cordoba halt mal ein, zwei Mal trifft. Und aber das dann halt so, diese ganze der Spielaufbau von hinten nach vorne, das schnelle Überbrücken des Mittelfeldes, vorne über die Außen, dann halt den Stürmer bedienen, es ist überhaupt nichts mehr da, ja. Also ich habe das Gefühl, irgendwie bei denen, ich weiß nicht, was sie gemacht haben, aber da geht echt gar nichts, ja. Und Bremen muss natürlich halt richtig Buden machen. Und ich denke mal auch, die werden halt auch gewinnen, ne? Und ich gehe mal davon aus, dass Bremen in der ersten Halbzeit ein paar Tore macht. Ich weiß jetzt nicht genau, ob man das hier nehmen kann. Ich vermute mal nicht. Aber wenn man mal davon ausgeht, dass es vielleicht bei Düsseldorf noch 0-1 steht oder so, ich meine, Bremen wird auf jeden Fall Gas geben. Und ich halte Köln einfach so mit so die schlechteste Mannschaft zurzeit halt, die in der Bundesliga rumläuft. Und deswegen halt würde ich mal sagen, dass dass Bremen in der ersten Halbzeit mal in Führung geht. Ich weiß halt nicht genau, over an der ersten Halbzeit könnte man vielleicht mal gehen, dass Bremen mal ein Tor macht oder plus also asiatisches Tor plus 1 bei Bremen. Wenn Bremen ein Tor macht, dann kriegst du die Kohle wieder. Wenn sie zwei machen, dann kriegst du mehr. Aber ich denke mal, das wäre auch eine gute Quote. Ich habe sie jetzt nicht hier stehen, aber das wäre jetzt zum Beispiel meine Option, die ich nehmen würde. Mal gucken, was da so an Quoten so da ist. Das wäre das Zweite. Was haben wir denn noch Schönes? Gladbach gegen die Hertha. Achso, hier, Leverkusen gegen Mainz. Also bei Mainz geht es ja auch nur um nichts mehr. Und ich vermute mal, dass Leverkusen das Spiel also richtig krass gewinnt. Ja? Also mal locker mit 2-0. Und ich würde mal hier darauf gehen, dass Leverkusen das Spiel mit mindestens 2 Toren Unterschied gewinnt. Nehmen wir mal das hier. Ich vermute mal auch so 4-0, 5-0 oder sowas in der Richtung. Also das halte ich schon so sehr realistisch. Weil halt es ist halt einfach, kommt immer halt auf das Momentum drauf an, ne? Wer hat noch irgendwas am Start und wer nicht. Und deswegen halt werde ich diesen Tipp mal nehmen. Dann haben wir Gladbach gegen die Hertha. Ja, das wird, glaube ich, echt eine schwere Geburt für Gladbach, weil die Hertha nicht so schlecht ist. Ja? Da könnte man mal auf Übertor gehen. Aber ihr habt ja meine Statistik gesehen von Over-Under Toren. Aber ich meine, why not halt, ja, können wir mal machen. Over Under gehen wir mal auf 3,0, das kannst du auch nicht spielen, vergiss es, das war's. Danke fürs Gespräch. Frankfurt gegen Paderborn. Ja, Frankfurt, ich denke mal, Frankfurt wird auch noch ein paar Jungs reinbringen, die halt jetzt noch nicht so oft gespielt haben. Vor allen Dingen in die Guzmán werden die auf jeden Fall, glaube ich, nochmal eine komplette 90 Minuten spielen lassen. Vielleicht auch eine Halbzeit oder so. Aber der Typ ist echt richtig gut halt. Schade, dass Frankfurt den abgibt. Ich glaube, der wäre noch mal gut für einen Erstligaverein. Der könnte halt auch in der Mitte spielen und hat halt extrem gute Freistöße. Die Ecken sind richtig gut. Und er hat auch einen ordentlichen Einsatz halt. Der ist halt jetzt körperlich halt nicht so stark, aber ich vermute mal, dass der halt auch noch, sagen wir mal, in einer guten Zweitligamannschaft spielen könnte. Vielleicht der HSV oder so, ja. Oder halt eine Mannschaft, die vielleicht für nächstes Jahr angreifen will, halt so Bochum oder so, ja. Die meiner Meinung nach vielleicht echt eine realistische Chance haben, nächstes Jahr aufzusteigen, wenn sie nicht komplett ausverkauft werden. Und ja, gut, aber die werden auf jeden Fall, die haben jetzt auch eine Woche Pause gehabt. Ich gehe da auch mal drauf, dass Frankfurt das Spiel halt auch im asiatischen Handicap halt auch locker gewinnt, weil die haben ja auch in der Hinrunde das Spiel, glaube ich, gegen Paderborn verloren. Und ich denke mal auch, dass da halt vielleicht auch nochmal eine Revanche kommt. Ich nehme mal die 1,75, das heißt, wenn Frankfurt mit 2 Toren mehr, 2 Toren Unterschied gewinnt, dann kriege ich die Hälfte vom Einsatz als Gewinn wieder. Also wenn das hier eine 2,15 ist, dann angenommen, ich setze 10 Euro,
Dann habe ich dann mit 5 Euro das Doppelte, also bin ich dann bei 15 Euro, kriege ich da halt raus. Also man könnte quasi dann halt eine 1,5er Quote halt das hier so nehmen, ja. Das ist genau das Gleiche. Hier gibt es sogar noch ein bisschen mehr, ja. Weil das halt über 2 ist. Also könnt ihr euch ja merken, entweder nehme ich das und wenn das schlechter ist, dann wenn das höher ist als das, nehme ich das halt, ja. Aber da das besser ist, nehme ich das. Was war denn das genau? So, das mal rausnehmen hier. Und dann nehmen wir den Safe rein. Ich habe schon mal was getippt für das Wochenende. Ich hatte mir mal überlegt, auf ZSKA Moskau gegen Dynamo Moskau zu gehen, weil ich hatte, ich muss mal auf mein Profil gehen. Ich folge hier einem und der hat eigentlich immer einen ganz guten Riecher gehabt. Könnt ihr euch ja mal angucken, was der getippt hat. Der hatte hier, wo war denn das? Genau. Ja, das ist schon zu weit her. Warte mal. Der hatte echt einen richtig guten Tipp gesetzt. Boah, der hat ja schon wieder extrem viel getippt. Ich finde es jetzt gerade nicht, aber da hat er letzte Woche hat er echt richtig gute Quoten gesetzt. Da hat er, glaube ich, drei hintereinander irgendwie auf die gleiche Mannschaft. Irgendwas, glaube ich, mit Sochi oder so, wo es 10-1 ausgegangen ist. Da hat er insgesamt, glaube ich, halt mit drei Einsätzen halt das Zehnfache rausbekommen oder so. Ja, also und da habe ich mich jetzt mal ein bisschen umgeguckt bei dem und habe das jetzt einfach mal nachgespielt. Und ich habe dann nochmal nachgelesen, was dann in Russland so ab am Start ist. Und bei Dynamo Moskau sind, glaube ich, drei Leute in Quarantäne, weil die halt irgendwie infiziert sind. Und da ist halt, glaube ich, halt auch ein bisschen Notstand. Und ich glaube, die können auch dann nicht komplett richtig gut trainieren und so. Und ich denke mal auch, dass dann Moskau durchaus das Spiel gewinnen könnte. Also die gleiche Konstellation wie letzte Woche mit Sochi. Ja, so. Also, da hatten wir jetzt schon mal drei Stück. Dortmund, Hoffenheim. Das könnte, glaube ich, eine heiße Partie werden. Auch mit mehr vielen Toren. Wo beide Mannschaften pro Runde laufen und so. Aber das brauche ich gar nicht gucken. Ich weiß, dass es da nichts für gibt. Also, das können wir mal gerade vergessen. Freiburg gegen Schalke. Das ist auch nochmal ein Spiel, weil Schalke kriegt ja auch nichts auf die Kette. Und Freiburg, wer den Trainer kennt, der will die Jungs nochmal richtig heiß machen. Und die werden wahrscheinlich auch ihren Platz da oben verteidigen wollen. Und da könnte man auch mal davon ausgehen, dass Freiburg das Spiel gegen Schalke gewinnt. Also es sollte mich wundern, wenn Schalke auf einmal in Freiburg gewinnt. Also das glaube ich nicht. Dafür sind die halt auch einfach viel zu schlecht mittlerweile. Und dann haben wir noch Wolfsburg gegen die Bayern. Ja, das könnte auch ein interessantes Spielchen werden, ne? Auch mit mehreren Toren, vielleicht Post to Score, denke ich mal auch, dass da vielleicht was gehen könnte. Vielleicht setzt Bayern auch mal ein paar Jungs von der zweiten Mannschaft ein, so ein bisschen als Belohnung, weil die ja, so wie es aussieht, halt auch aufsteigen, so wie es aussieht. Also sie könnten aufsteigen, aber wie steht es da gerade 1-1 gegen 1860? Uiuiui, ja, da gibt es, glaube ich, nochmal Ärger, wenn die nicht gewinnen. Aber gucken wir mal kurz drauf, ja, die Bayern sind Dritter. Wenn die jetzt gewinnen, dann sind sie Zweiter, ja, die sind sogar Erster halt, ja, krass. Es ist unglaublich, Bayern 2 der dritten Liga fast Erster. Das ist schon echt beschämend für den deutschen Fußball, ja, wenn eine zweite Mannschaft tatsächlich oben im Profifußball in der zweiten Liga angreifen könnte. Ja. Das ist schon, also, ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen langweilig halt. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal erlebt habe, dass irgendjemand anders Meister geworden ist. Also, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, welches Jahr das überhaupt war. Und, naja. Okay, also ich glaube, das war's erstmal für die Bundesliga. Ich habe mir mal ein bisschen was angeguckt. Ich werde mich, glaube ich, jetzt für die nächsten Wochen ein bisschen mehr auf die Schweiz konzentrieren, weil in der Schweiz gibt es richtig gut Pensum. Also die haben ja, die spielen ja alle 3 Tage. Also da lohnt es sich echt mal reinzugucken. Und ich finde die Quoten auch teilweise recht gut verteilt. Da lohnt sich das echt mal anzugucken, wie die spielen und was da so an Ergebnissen am Start ist. Vor allen Dingen halt auch sich die Spiele mal angucken und dann nach 1, 2 Wochen oder sowas oder nach 3, 4 Spielen halt einfach mal schauen, was man da, ob man da vielleicht irgendwo einsteigt. Also ich finde die Liga zurzeit, glaube ich, zu Corona-Zeiten echt recht interessant. Da werde ich mir, glaube ich, noch mal ein bisschen was angucken. Die Premier League hat mich echt ein bisschen enttäuscht. Also jetzt die ersten Spiele, die ich angeguckt habe, da hat man schon gemerkt, dass die halt einfach halt noch nicht gar nicht im Flow drin sind.
Da werde ich mich, glaube ich, auch am Wochenende mal hinsetzen und werde da mal was gucken. Und aber da werde ich jetzt auch nichts dazu sagen. Ja. In der zweiten Liga, da ist ja auch noch was am Start. Oh, da haben wir noch Bielefeld gegen Heidenheim. Oh, das wird echt eine harte Partie. HSV gegen Sandhausen. Alter. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was ist mit wen gegen St. Pauli? Ja. Wen hat sich ja echt Mühe gegeben, ne? In der ersten Halbzeit, das erste Tor, da hatte ich ja echt noch ein bisschen Hoffnung, dass es da tatsächlich noch was wird. Aber die sind dann in der zweiten Halbzeit echt eingebrochen, ja? Und man konnte auch sehen, dass der defensive Mittelfeldspieler, der Chato halt extrem wichtig für wen war, ja, dass der dabei war. Es war halt echt schade, dass die da gegen, was war denn das, gegen Nürnberg da den draußen lassen mussten, weil er eine rote Karte bekommen hat. Aber an das Spiel traue ich mich auch nicht ran, ja. Stuttgart gegen Darmstadt, auch würde ich auch nicht tippen. Holstein Kiel gegen Nürnberg, nee, das lasse ich auch mal weg. Hannover gegen Bochum, ja, das wird, glaube ich, schon mal ein schönes Partie. Das sind so die zwei Mannschaften, die ich nächstes Jahr in der neuen Spielzeit auf jeden Fall mit vorne dabei sehen werde. Aber Quote auch schlecht. Aber das wird bestimmt ein cooles Spiel halt hier. Hannover gegen Bochum, das sind zwei Mannschaften, die haben sich echt stark verbessert in der Rückrunde. Und ich vermute mal, dass die beiden Mannschaften da jetzt nächste Saison halt auf jeden Fall, einer von den beiden steigt auf. Vermute ich mal, ja. Das werde ich mir auf jeden Fall angucken, das Spiel. Das ist echt auf jeden Fall cool. Dresden gegen Osnabrück. Ja. Der Anas, irgendwas, ich weiß nicht genau, wie der heißt, wenn der wieder dabei ist. Der war ja eine Zeit lang irgendwie nicht dabei. Muss man mal gucken, ob der gespielt hat bei Osnabrück. Wir haben ja gegen Holstein Kiel 4-1 gewonnen. Den finde ich ja eigentlich ganz cool. Schade, dass der nicht in der ersten Liga spielt. Ich muss mal gucken, wie der heißt. Der gefällt mir eigentlich richtig gut. Anas Huamin oder keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Marokkaner. Zwar ein bisschen schmächtig und ein bisschen, ja, was soll ich sagen, nicht so standfest. Könnte gut sein, dass er umgerannt wird. Aber man konnte ja auch sehen, der Kamada zum Beispiel von Frankfurt hat ja auch so ein bisschen seinen Stand jetzt erreicht. Ne? Also ich vermute mal, dass der Anas echt auch in der ersten Liga irgendwo einen Platz finden könnte. Und der gefällt mir echt richtig gut und der setzt echt richtig gut Akzente bei Osnabrück. Und da würde ich mal davon ausgehen, dass Osnabrück das Spiel, wo haben ich die denn jetzt? Bei Dynamo Dresden gewinnt. Weil Dresden ist ja abgestiegen. Die Fans werden nochmal ordentlich Dampf machen, aber ich schätze mal auch, dass da auch ein paar Tore fallen, ne? Ja, das könnte man, aber das, wenn es nicht wenigstens mal über 2,3 ist oder sowas halt, oder 2, ja, 2,3 und ich hier eine Zweierquote bekomme, also mindestens hier bei 2,75 müsste es eine Zweierquote sein, sonst lohnt sich das einfach nicht, ja? Ja, zweite Liga, das lassen wir mal weg. Premier League gucke ich mir an. Wie gesagt, halt, ich gehe jetzt mal so ein bisschen in die Schweiz rein, so demnächst, jetzt so die nächsten Tage. Und dann werden wir mal schauen. Vielleicht kommt dann auch in der Woche über mal ein Video oder so. Aber dann wahrscheinlich erst in der Woche oder so, wenn ich weiß, wie die so alle drauf sind. Ne? Alles klar, das war's, macht's gut und tschö.